Samstag am frühen Morgen, Zugbahnhof, Station von Klausen. Der Präsident der Euregi und Landeshauptmann der Provinz Bozen, Arno Kompatscher, wollte persönlich in den Genuss der Freifahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am ersten Euregio-Aktionstag Mobilität kommen. Eine Initiative, an der Hunderte von Menschen, Inhaber eines Abos, teilgenommen haben. Viele Familien nutzten für einen Tag die Freifahrten kreuz und quer durch Tirol, Südtirol und Trentino. Ich denke, dieser Aktionstag ist ein Erfolg. Er wird auch gut angenommen. Man sieht es am vollen Zug. Das ist ein erster Schritt. Wir wollen als nächsten Schritt erreichen, dass das Studentenabo in der ganzen Euregio ohne Einschränkung benutzt werden kann. Somit wird die Euregio für die Bevölkerung, insbesondere für die Jugend, spürbar. Am Samstag, den 2. Dezember, haben viele Menschen die Gelegenheit genutzt, die verschiedenen Euregio-Orte kostenlos zu erreichen. Dieser erste Euregio-Aktionstag Mobilität hat gezeigt, dass die Lust, die grenznahen Orte, deren Traditionen zur Weihnachtszeit kennenzulernen, ein voller Erfolg wurde. Der Euregio-Aktionstag hat uns heute dazu motiviert, irgendwo hinzufahren. Und wir haben uns dazu entschlossen, nach Innsbruck zu fahren, um shoppen zu gehen. Besonders beliebt waren die kulturellen Angebote der drei Euregio-Länder. Diese Mutter zum Beispiel hat mit ihren Kindern die Gelegenheit nicht verpassen wollen, sich von einem zum anderen Ende des Euregio-Gebiets zu verlagern, um die Schönheiten des Muse-Museums in Trient zu bewundern. Seit Jahren haben wir den Family Pass und er bringt uns viele Vorteile. Jetzt kommt aufgrund unserer eigenen Familienkonstellation dazu, dass wir Südtirol gut kennen. Mein Mann ist Südtiroler und wir genießen jetzt die Vorteile mit dem überregionalen Angebot und werden es nützen. Er ist ein Anstoß, dass sie über das ganze Jahr genützt werden sollte. Wir haben heute zufällig Zeit, wir nützen den Tag. Ein Tag allein reicht nicht aus. Wir werden fürs ganze Jahr schauen, dass wir mehr in alle drei Länder von Großraum Tirol kommen. Von Innsbruck geht es nun nach Bozen. Walter möchte das nahegelegene Tirol erreichen, um mit eigenen Augen die Wunder in der Stadt der Bergwerke zu sehen. Von der Initiative habe ich über die Presse erfahren und das freut mich sehr, heute eigentlich nach Schwaz fahren zu können. Ich habe erfahren, das ist einer der Orte dieses Monats für die Euregio. Wir fahren mit dem Südtirol Pass Family. Das habe ich schon seit einer längeren Zeit. Vor allem die Weihnachtsmärkte wurden von den vielen Reisenden am ersten Euregio-Aktionstag Mobilität besucht. Jener in Trient gewinnt Jahr für Jahr mehr Freunde. Die Stände und die heimischen Produkte haben viele Besucher angelockt. Die gleiche Atmosphäre herrschte am Weihnachtsmarkt in Bozen. Hier herrscht die vielleicht bekannteste weihnachtliche Atmosphäre in ganz Europa. Ein Symbol für Südtiroler Gastfreundschaft, wenn man von Tourismus und Traditionen spricht. Und genau in Bozen wurde im Zusammenhang des ersten Euregio-Aktionstag Mobilität ein internationales Symposium zum Thema Kunst, Identität und Regionen abgehalten. Christoph von Ach, Generalsekretär von Euregio, hat diese Veranstaltung eröffnet. Diese Veranstaltung des heutigen Tages, dieses Symposium zum Thema Kunst, Identität, Region, sind für uns ein wichtiges Zeichen, dass die Identität, die gemeinsame kulturelle Verbundenheit, aus der die Europäer ja eigentlich ihre Kraft schöpfen, aus der sie geboren wurde, auch in der Gegenwart ihren Platz haben muss. Das heißt, so sehr wir um die Verwurzelung in unserer Tradition wissen und diese auch schätzen und hochhalten wollen, müssen wir die Kraft haben, daraus auch Neues zu entwickeln. Eine solche Veranstaltung kann ein Schritt dorthin sein, zu zeigen, unsere Identität ist lebendig. Sie lebt, sie soll weiter gepflegt werden, im Bewusstsein der Tradition, aber auch im Bewusstsein des Neuen, das uns umgibt. Der erste Euregio-Aktionstag Mobilität war alles in allem ein erster großer Schritt zum gegenseitigen Kennenlernen und soll nächstes Jahr am 5. September 2018, dem Tag der Autonomie, wiederholt werden.